und auch wenn, ich weiß nicht, ob man in den Einstellungen noch die Untertitel größer stellen kann. Müsste ich dann auch mal irgendwann nachgucken. Ich habe gerade mit dem Handy geguckt, man kann es lesen. Hey Leute, ich wollte gerade mein Feuer ins Ding halten. Sieht nach David aus. Redet David, ja. Oh. Oh oh. Massenmord. Jusen, ein Ork. This is your end. Nee, die mag mich nicht. Das ist eine Ex-Flamme von mir. Skin tingles. Visions rush past. A dragon swing, a silver sword. Das mit ausgesang, sagst du? And a flash of face. Nee, ich war nicht so gut genug für sie. Im Nachhinein hatte sie recht. What is this? You are no thrall. Flakith blesses me this day. Together, we okay, might so survive. Oh. Sind wir nicht alles klar? Wir müssen ja herausfinden, wie wir hier rauskommen, oder? Und dann wirst du wissen, wo wir sind? We can do nothing until we escape. That must be our priority. Okay, die wäre erstmal ein Data. Klar! Lecker Schmecker. Das alles ist, was du willst. Wir sind ja auf diesem Tentakel. Okay. Uiuiui. Jetzt wird gekämpft, würde ich sagen. Ja. Aber nee. Es ist mehr jetzt ein bisschen wie Schach, Zug für Zug, so. Mhm. Oh, ich bin dran. Wir sind alle dran. Also warte, ich mach den ersten hier vorne. Den krieg ich hin. Ich komme an den rechten ran. Time for some bloody work. Wenn rot ist, komme ich nicht mehr weiter, ne? Genau. Hab ich denn Hexenpfeil? Hört sich doch an wie ein Fernangriff. Warte kurz, Peiler. Warte. Jetzt kannst du den da hinten angreifen, wenn du möchtest. Aber ich geh erstmal ein Stück dich daran, oder? Mal, wo sehe ich denn, welche Entfernung das geht? 18 Meter. Er ist 15 Meter. Ja. Oh, dann kann ich es ja von hier machen. Ich denke, da Feuer bringt bei dem nicht so viel. Eher Eis versuchen? Ja, probier Eis mal. Kühlender Strahl geht auch 18 Meter. Mal gucken. Okay, hat funktioniert. Hat bloß nichts abgezogen, oder was? No. Hat's leider nicht, ne. Geht das denn bei deiner Fähigkeit da, ob's Schaden macht oder nicht? Ja, 1 bis 8 Schaden. Achso, wer spielt denn die Braut jetzt eigentlich? Ich warum auch immer. Wahrscheinlich David, wenn er seinen Zug beendet hat. Uli, hier ist noch ein Pedersen. Heiler, du musst dann unten auf Zug beenden gehen. Wenn du nicht mehr laufen willst. Ich wollte bloß noch ranlaufen. Du solltest aber mehr hinten bleiben, ne, als Magier. Ja, aber Jusen macht bestimmt eh einen Schritt nach vorne. Nee, von daher bleibe ich einfach ein bisschen hinter ihm. Ach, jetzt bin ich dran. Jetzt sind ja die Gegner dran. Ja, aber ist ja nichts passiert. Ja, und ich komme jetzt eigentlich nicht nah genug ran, leider. Aber ist okay. Achso, verringert die Bewegung des Ziels um 3 Meter und nur einen Zug, die Attacke, die ich gemacht habe. Deswegen kam er vielleicht nicht bis ran, weißt du, Alex? Achso, Peiler, unten also, musst hast du recht, ja. Du musst gucken, unten in der Mitte, also in der Mitte, über deinem Feld quasi, da hast du ja dieses Kreis, Dreieck, Viereck, zwei Vierecke. Da kannst du nachlesen, wann sich das wieder auflädt, das ist quasi dein Mana. Und wenn du über die Attacken drüber gehst, was die halt quasi verbrauchen. Also Aktionen kannst du einmal pro Zug machen, genauso wie Bonusaktionen. Genau, wenn du draufklickst, siehst du sogar, welche Aktion welche. Aber manche verbrauchen zwei Ressourcen.
Und Zaubertricks kannst du halt nicht nach jedem Kampf, glaube ich, oder? Das füllt sich nach einer langen Rast sogar nur erst wieder auf. Das heißt, erst wenn wir zum Lager zurück Pause und alles Mögliche machen. Oh, okay. Deswegen auf dem Viech, was 6 oder 10 Leben hat, vielleicht eine Aktionsfähigkeit immer einsetzen. Und auf große Bosse oder sowas, dann eher so die sag mal, teuren Sachen. Okay. Genau. Und wenn du auf Tab drückst, dann siehst du die ganzen Inventare von uns. Genau. Achso, ich hab, brauche jemand eine Armbrust oder spielt jemand Armbrust? Also ich würde eine nehmen. Ich glaube, ich würde bei Bogen bleiben. Und einen Krummsäbel habe ich auch schon. Der. Ne, den habt ihr auch alle schon, okay. Krummsäbel würde ich aber, glaube ich, nehmen. Na, meine Axt macht 13 Schaden, das ist bis jetzt, glaube ich, das Beste. Achso, nee, kann ich nicht. Bin ich nicht geübt drin. Ah, okay. Aber Pilar bräuchte wahrscheinlich mal eine Armbrust. Brauche ich denn eine Armbrust? Ich bin Magier. Ja, um mal von der Ferne zu schießen, falls du gerade mal keinen Mana mehr hast. Digga, ich hab Hexenpfeil. Warte, auch, Feuerpfeil. Kannst du auch trotzdem eine Armbrust reinmachen. Das ist wurscht. Das meinte ich ja, wie gesagt, du bist halt nicht daran gebunden. In die Sachen. Ja, okay. Naja, weil man eine hat, logisch. Ja doch, ein bisschen schon, weil du konntest gerade das Schwert nicht nehmen zum Beispiel. Ja, genau, ob du jetzt geübt da drin bist oder halt nicht, ne? Aber Bogen können wir alle auf jeden Fall nehmen. Gut, die sind alle gelootet, gehen wir weiter, oder was? Warte auf mich. Wir beide warten. Ich warte, du wartest, wir warten. Jetzt haben wir zum Beispiel automatisch gespeichert. Schön. Schaden bekommen. Ja, da ja, muss man aufpassen. Feuer, Eis und Gift sollte man nicht rein. So, das kleine bisschen, was da auf dem Boden ist, zählt schon. Ja. Okay. Alles okay, ich hab nur noch 3 von 8. Ich red mal mit einem, ja? Warte. Wir können dich hier nochmal heilen. Okay, der hat nichts zu sagen. Bist du wieder voll. So, wenn wir auf die Knöpfe drücken, können wir gegen die auch nochmal kämpfen. Ja, dann sollten wir uns vielleicht zwischen die stellen. Genau, also so. Achso, na, wir können, Jusen, Quatsch, du hast Verstärke, quatsch mal hier die Dings an. Ach ja, stimmt. Und Pilar, wenn wir soweit sind, kannst du auf den mittleren Knopf drücken. Nein, noch nicht. Geh mal erstmal aufs Ohr, Pilar. Links aufs Ohr. Ja. Links aufs Ohr. Achso, der Stream hängt wieder hinterher. Ja, genau, kannst du wieder an der Kapsel ziehen, aber. Ja, ja. Ja. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht einfach was anderes mache. Ja. Ne, dann halt Barbaren Stärke, Alter. Ja, da ich mir da reinschlumpen. Warte, Jusen. Dann wirf ihn mal, aber ich puste. Oh, ich krieg einen Bonus. Danke, danke, danke. Reiß. Okay. Reiß mal an der Kapsel. Yes, sir! Das müsste ja auseinanderfliegen. Ja, kurz mal angehustet, bang. Ich habe die Kraft. Guck dir den Rücken an, Alter, das ist ja ein Dämon, ey. Ey, wenn man 20 perfekt wäre und du würfelst eine 26, dann hätte Tyler bis nach Valhalla fliegen müssen. At last. Ja, okay, Zeit für. So, jetzt haben wir Schattenherz und die Olle. Sehr gut. Warte, wir müssen mal mit der quatschen. Wer will quatschen? Ich bin gerade am quatschen. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness.
because you have a gith with you. You keep dangerous company. Was, ihr habt gefährliche Gesellschaft? Wen meint sie wohl bloß? Uiuiui. Meint sie etwa den kriminellen Zwergtrauk? Ich bin ein Ork und ein bisschen auf streitlos, deswegen. Habt ihr ein Problem mit mir? Jusen, zieh mal die Rüstung an. Mach ich gleich, wenn ich fertig hier mit Gespräch bin. Wenn du das sagst. Wait. Looks like you have a full complement already. We'd make for easy targets all grouped together like that. I think I'll take my chances alone if it's all the same. Less conspicuous. How's the rain? Good luck. Dito. And thank you. Geld hätte ich auch gebraucht, aber ist okay. Ey, kann ich dir auch den Würfel haben, du Miststück eigentlich? Lass mal dich töten, schnell. So, Beila, jetzt kannst du auf den Knopf drücken. Machine made them hostile. Okay. Den einen habe ich. Ja, ich bin noch nicht dran, sagt er. Okay. Schade. Das ist ein Schlag in die Fehle. Aha, kritischer Fehlschlag. Gut, ich hab einen Fehlschlag. Wir sind eh zu weit weg. Kleiner Penner. Ja, du bist auch noch spät dran. Du bist auch noch nicht dran, ja. Von deiner Initiative. Bis nächste Woche, tschüss. Und um. Alter. Ey, nice. Sehr gut. Alle überleben. Das war's schon wieder, wa? Jo, und das war's hier. Maybe not. I have no time for small talk. Warte mal, kann ich das hier aufmachen? Achso, ne, wir brauchen ja der Dings, ne? Diebeswerkzeug. Haben wir schon gefunden, ne? Oh, ich habe eine bessere Rüstung. Haben wir nicht den. Nee, das war doch ein Raum weiter mit dem Diebeswerkzeug. Das liegt dann nochmal zurück. Wir haben ja auch einen Raum weiter, glaube ich, den Schlüssel gefunden für hier. Curious. You are beautiful. Los. Let's see. Ne, bei dem hier war doch der Diebeswerkzeug drin, oder? Ne, der Schlüssel. So, genau. Soll ich hier nochmal aufmachen? Mit dem Schlüssel kann ich das jetzt aufmachen, ne? Dann konntest du zurückgehen und zur Kiste gehen, ja. Die Kiste aufmachen. Ja, tippitoppi haben wir. Wie gesagt, Peiler, du kannst auch in unsere Inventare gehen und wenn du was brauchst, nimm dir einfach, ne? Ja, ich hab so keine Ahnung, Leben ist voll. Ja, wenn du eine bessere Waffe bei uns siehst oder so, dann nimm dir die einfach raus. So. A rune. But for what? Another brain. Okay. Also hier will noch wieder jemand drin, soll ich den wieder versuchen zu befreien? Brauche ich nicht für die Armbrust auf Pfeile? Nee. Nee, Pfeile brauchst du nicht. Pfeile brauchst du nicht. Du kannst. Achso, du kriegst auch bei verschiedenen Waffen, wenn du drüber hoverst, siehst du, dass du da Spells und sowas auch dazu bekommst. Also nicht, dass du mal die Waffe wechselst und dich wunderst, warum du den einen Zauberspell zum Beispiel nicht mehr hast. Ah, okay. Ah, du kannst spezielle Pfeile herstellen, quasi. Ah, okay. Ah, ist alles also, ein bisschen viel. Ja, oder spezielle Pfeile finden, sagen wir es mal so, ne? So ein Feuerpfeil oder Postpfeil oder so. Aber die setzt du dann wie so ein Item ein. Genau. Nee, du verbrauchst quasi dann nur einmalig. Genau, und du verbrauchst wieder eine Aktion dafür. Genauso wie bei, wie gesagt, immer wenn du irgendwas einsetzen möchtest oder so, siehst du unten dann immer, was es verbraucht. Also ein Heiltrank ist zum Beispiel eine Bonusaktion und ein Wiederbeleben ist eine Aktion. Bin eine Katzi? Achso, jetzt nicht mehr. One.
dieses Ding haben. So, du kannst es auch töten. Das Hirn, was die ganze Zeit hier rumlief, ne? Mhm. So dumm. Ja, hat Alex angeschossen. Wow. Oh. Halt mir mal erlaubt. Lass uns das mal angreifen, ja. Also ihr, ja. Ein Leben hat's noch. David und Alex? Ja, kann nichts machen. Ja, naja, das greift mich an. Ich hab direkt das Ding erstmal eben weggeschnetzelt. Schön. Ja. Wow. War wenigstens was dran. Gab's wenigstens Loot? Nö. Oh, hier ist noch eine Kiste. Cool. Oh, die ist leer. So, den haben wir hier noch ja nicht umgebracht, den Typen. Hab den mal getötet. Alles töten. Wenn wir nicht so alleine nach vorne, bitte. Mach ich doch ja nicht. Ich wollte nur heilen und dann bleib ich hier stehen. Hä? Bevor es weitergeht. Ja, hätte ich nichts gesagt, wäre so schön ans Vorhinein wieder. Ja, nicht. Ich wollte einfach nur hier vorne hingehen und warten hier vorne. Hier geht's ja weiter. Kriegst gleich einen Schenkelschuss ab, mein Freund. Dann humpelst du. Mhm. Mein Freund. Make yourself useful. Geh mal rein. So, jetzt kommt ein etwas schwierigerer Kampf, Pfeiler. Ich will mal kurz noch was zu trinken, vor allem. Mach das. Warte mal kurz. Dann machen wir alle eine kurze Pause, würde ich sagen. Kann ich noch mal pinkeln gehen. Ja, dann los. Ach, da aber eintauchen. Ich bin gespannt. Okay, eigentlich nicht den Bogen, scheiße. Any advantage I can get. In Feuer getaucht. Yes, sir. Nur für alle Fälle, weißt du? Mhm. Freunde finden wir hier nicht, hab ich gehört. Ja, das andere. Nicht Freunde. Du kleiner süßer Gnom. Oh, no. Kleiner du wirst ein... Oh. Ich bin kein Gnom, ich bin ein Zwerg. Wer quatscht denn hier gerade? Keiner. Wer? Quatsch keiner. Hast du schon wieder Stimmen in deinem Kopf, oder was? Hallo, wer redet da? Hallo? Wer seid ihr? Die klingen vertraut. Die klingen vertraut, aber ich. Wer sind sie? Wie bei Umbrella Academy. Ich höre schon wieder Stimmen. Hast du jetzt mittlerweile die dritte Staffel eigentlich geguckt? Nee, bin ich ganz ehrlich. Nee. Ey, es geht richtig krass weiter, ne? Also. Und dann habe ich nicht wirklich weitergeguckt. Also allgemein gucke ich nicht wirklich viel. Schade eigentlich. Ja, so denn nicht? Ne, ich bin ja nur am Zocken mit euch, Alter. Ich habe keine Freizeit mehr. Ich habe Arbeit und Zocken mit euch. Entschuldigung. Mehr Leid. Gutes Leben. Nee. Ja, also nebenbei Essig und kacke ich auch mal, aber sonst läuft's. Ist ja ekelhaft. Wer macht denn sowas? Menschen mit einem intakten Darm. Ekelhaft. Ich lasse es immer von einem Arzt rausholen. Geil. Oh, wir warten jetzt noch auf Pyla, oder was? Das hast du gut erkannt, ja. So, Pyla sag ich schon. Using one and one, oder was? Deine Axt gegen mein Schwert? Willst du tauschen, oder was? Was? Nee, one and one. Ich möchte kein one and one. Warum denn nicht? Weil ich das nicht möchte. Ich mach sowas nicht. Ey, David, hast du Bock auf ein one and one? Gegen dich immer. Gegen mich immer oder niemals? Gegen dich immer. Niemals? Na okay, dann lassen wir es halt. Na gut. Reichtige Win-Chancen. Hey, ist wie ein Kleinkind, Lolli wegzunehmen.
Ein Win-Win. Nee, ein Kleinkind kann sich ja noch wehren. Ich renne einfach schreiend weg. Ja, die ist ja wie eine Ameise einen Apfel wegnehmen. Ist schon heftig. Fast runtergefallen. Wart mal ab, wenn die Ameise ihre Brüder holt, Alter. Jusen hat keinen Bruder, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Ich hab drei. Und ich sag mal so, das sind nicht gerade Brüder, die gerne sonntags in die Kirche gehen. So, eine Schwester? Nope. Langweilig. Drei ältere Brüder. Und alle waren gemein zu mir. Ich bin dein älterer Bruder. Wärst du gerne? Nee, stimmt, ich bin schon dein Vater. Ja, ich denke, du bist doch 56 oder so. Du bist doch seine Mutter. Leichtfertig. So offen über den Stream wollte ich es nicht besprechen, aber gut, danke. Danke. So. Kann ruhig jeder die Abstammungsliste wissen, ja. Bin ich nicht? Nö. Warum denn nicht? Du spielst mit uns, du hast dein Leben geteilt, fertig. Okay. Okay. Meine Axt ist ready, Freunde. Wollen wir los? Die Einwilligungserklärung hast du unterschrieben, wo du gesagt hast, ja, ich spiele mit euch. Alter, bist du da? Bist du da? Bist du da? Da? Ja. Na los, dein letzter Go. Bist du da? Bist du da? Ja, will ich beitreten, Mann. Los. Ab ins Ruhe. David, jetzt nicht mitgekommen? Braucht er nicht. So. Achso, was wollen wir machen? Wollen wir abhauen, bevor es kommt, oder wollen wir totfischern? Ich sagen gleich durchkommen. Ja, wir können ja versuchen erstmal, ob wir den da töten können, weil von dem gab's ja gutes Loot. Ja, ich hätte wirklich gerne deine Waffe wieder. Dann Speer. Laufen wir hinter ihn und versuchen ihn von hinten zu töten. Ja, genau, würde ich sagen. Und David, diesmal darfst du schubsen, würde ich sagen. Also erst natürlich die kleinen Viecher hier. Ja, genau. Erstmal den Weg frei machen dahin. Warum steht vorne? Ja, ich bin erst nach dem großen Drachen dran. Genau, und ich kann jetzt hier unten der Fernkampfpfeil, der ist jetzt neu, ne, weil ich den Bogen ausgerüstet habe. Genau. Genau. Jetzt kannst du den Fernkampfpfeil machen. Naja, so. Ihr seid ja erstmal dran. Ich töte den hinten ganz rechts. Naja, macht erstmal. Ich mach meinen Zug, wenn ich dran bin. Ich versuche das Teufelchen hier. Zack, jawohl. Die sind fertig hier. Haben wir noch den Hund? Oder was das ist? Wildschwein hätte ich gedacht. Oder eher so, ja. Eigentlich ein Bär von der Größe her. Krieg ich noch einen Schwung? Ein schwaches Höllenschwein. Nee, krieg ich nicht. Doch! Ja, hat geklappt, Alex. Oh, ich kann... Kann ich das auch machen? Ja, du kannst es auch machen. Du hast da unten ja verschiedene Fähigkeiten, ne? Springen, Verstecken und sowas. Und ganz unten ist auch Eintauchen. Unten links bei mir zum Beispiel, ganz unten links in der Ecke. Genau, ganz unten links. Genau. Wichtig ist aber, Peiler, du siehst daneben, genau. Siehst du ja oben deine beiden Waffen, die du trägst. Du musst einstellen, welche Waffe du verwenden möchtest. Genau. Weil bei mir hat er jetzt gerade die Armbrust gedingst. So, ich kann nicht mehr schießen, ich bin schon fertig. Da kannst du... du hast ja da vier Button und zwei leuchten nur. Deswegen kannst du da dann einstellen, okay, ich nehme den Stab oder ich nehme die Armbrust. Ja, jetzt habe ich ja die Armbrust. Nee, da drunter. Kannst du einstellen, welche du in meiner Hand hast. Okay. Also du könntest jetzt theoretisch erstmal ans Feuer laufen, die eintauchen und dann angreifen. Genau, aber wie komme ich denn jetzt wieder? Unten ist ein X, unten in der Mitte ist ein X. Genau. Da hin zurück in das Menü, wo ich gerade war. Ja, unten ganz unten ist ein X. Ganz unten ist ein X. Das da. Unten in der Mitte. Dann laufe ich da erstmal ran. Genau. Aber vielleicht nicht rein, das wäre super. Genau. Ja, ich bin doch jetzt extra zurückgelaufen. Sehr schön. Läuft schon mal. Mhm. Ich hätte doch gar nicht so dicht dran gemusst. Nee. Alter.
Und ich so, nö, geht einfach nur so. Ist. Hammer. Okay. So, wir haben 5 Züge, bis die anderen von hinten kommen. Und dann nochmal 2, bis die an uns dran sind. Also bis dahin müssen wir 150 Schaden gemacht haben. Also in 10 Zügen fast. Heiler muss seinen Zug noch beenden. Genau. So, ja, stimmt. Vergessen wir mal. Hatte eh nur 40%. Juhu. Und David ist ja hart am Hasseln. Merci. Also eigentlich haben wir den Dings verbinden, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das Ding da hinten verbinden und dann ist er cool mit uns. Ja, aber wir können auch trotzdem erstmal versuchen, den zu töten. Wir laufen erstmal vorbei und dann... Ich glaube, wir machen auch mehr Schaden, wenn wir hinter ihm stehen. Ja, genau. Wo sehe ich nochmal meinen Mana? Der Kreis eigentlich bei Zug umenden, oder? Beenden, oder? Nee. Nee, du hast keinen Mana. Was um deinen Kreis ist, ist dein Laufen und Mana ist das oben deine. Du hast unterschiedliche Mana. Du hast quasi einen Attacken, also Aktionsmana, du hast einen Zauberspruch-Mana. Genau. Ja, du hast einen Punkt, ein Dreieck oder halt so ein komisches Spinnvieh. Genau, und ganz unten bei den Fähigkeiten siehst du, was sie verbrauchen. Also Aktion und Zauber oder Aktion und Karne oder nur Aktion. Nur Aktion kannst du eigentlich jede Runde immer machen, außer du willst halt einen starken Spell machen. Aber der ist hier, glaube ich, noch nicht zwingend notwendig. Weil deine Zaubersprüche kriegst du nur, wenn wir quasi ins Lager gehen oder halt geheilt werden. Hm, okay. Na, reicht nicht ganz. Aber eigentlich kannst du so weit nach vorne gehen, wie es geht. Solltest du auch, weil von hinten kommen denn noch welche. Solltest mit uns kommen. %. Naja. War ein Versuch wert. Ja. Alex, kannst du ihn direkt angreifen? Ich kann dir vorher einen Bonus geben. Ich gucke gerade. Eine hohe Verteidigung. Ja, also ich kann es probieren. Versuch dein Glück, Digi. Ja, ich muss erstmal warten, bis er mir den Bonus geben hat. Ich muss mich dafür ein Stück bewegen. Ja, warte, ich komme zu dir rangelaufen. Ich muss mich hier ein Stück bewegen. Ich bin vielleicht gerade ein bisschen dämlich, aber ihr habt mir doch gerade eben erklärt, wo ich sehe, wie viele Züge ich habe. Und so, oder? Was für Züge? Also, wenn du auf die Attacken gehst, steht ja immer da. Ja, Aktion. Ja. Du hast nur aber einen Aktionspunkt. Ja, du kannst aber auch Aktion und Stufe 1 Zauberspruch nehmen. Zaubersprüche hast du aber nur 2 und die laden sich halt nicht so schnell wieder auf. Aktionen laden sich nach jedem Zug aus. Genauso wie Bonusaktionen. Das siehst du, wenn du, wie gesagt, bei diesen drüber gehst, oben bei über deiner Leiste, diese 5 Stück. Da aber der hinterhältige Move war geil, Schascholin. Mhm, der war gut, oder? Zwar nur 4, aber ist cool, du triffst ihn wenigstens. Jo. War wenigstens mal ein bisschen Schaden, nicht so wie letztes Mal. Ja. Nett.
Achso, wäre vielleicht cool, wenn wir den Typ nochmal irgendwie aufbauen könnten. Oder lieber nicht. Lieber nicht. Macht ja 13 Schaden. Das ist aber vielleicht, wenn wir den aufpowern, dass er dann wieder Akku auf uns ist. Weil wir auf ihn gezaubert haben. Ich würde den einfach in Ruhe lassen. Ich versuche mal was. Oh, 3, nice. Oh, du hast ihn auch in Eis gemacht. Nee, Blitz. Aber Hexenpfeil steht da, nice. Mhm. Der sieht ein bisschen aus wie Ghostbusters. Ich meine, der ist dick. Ich will auch mal was ausprobieren, ne? Anstatt nur normal. Ja, ist ja richtig. Und ich hatte gerade das noch, von daher. Hast es doch. Oh, der ist schon ultra mies, ne? Du kannst mich nochmal aufpowern, wenn du kannst, David? Ja, hab keine Backpunkt. Achso. Muss ich warten. Zack, Alter. Giere, nice. Schade. Ich bin schon wieder dran. Also gleich. Wenn er mich einmal trifft, bin ich tot, Alter. Der wäre ja niedlich mit deiner Armbrust. Na, was musste ich ja machen, Scheiße. Oh, der hat Blutung auch. Nice. Oh, hab ich ihm gegeben, nice. Zweimal sogar, cool. Mhm. Hat funktioniert. Fuck. Hätte er sein können. Oh, aber die Hälfte haben wir schon fast. Oh, läuft jetzt ein bisschen besser. Muss ich auch dazu sagen, also wir sind ja jetzt hier noch ganz am Anfang, wir machen ja noch nicht den krassen Damage. Ja. Aber der ist ja schon ein relativ krasser Gegner, muss ich sagen. Ja, weil du kannst dich entweder noch bewegen oder den Zug beenden. Ja. Mhm. Wie gesagt, aber ich muss es clever wäre, sich hinzustellen. An ihm vorbeilaufen, wir müssen hinter ihm laufen. Also wir müssen da lang. Ist noch oben. Dahin müssen wir. Habe ich zwei zwischen mir. Die Konzentration verloren. Kritischer Treffer 11. Nice. Hurry, before they strike. Nice, Alter, ich habe einen kritischen Treffer gemacht. Mhm. Wenn du mal ein paar Punkte über hast und nicht weißt, was du mit dem Zug machen sollst, David, heil mich mal bitte. Wie Leben hast du dann noch? Boah, schon mit der 4 verloren. Weil ich vorhin noch mal aufs Maul bekommen habe. Weiß aber nicht mehr von was. Nee, von dem Feuer. Du bist da rein heran. Da hatte mich David aber schon geheilt. So. Ich hab nochmal Damage bekommen, deswegen fragt David, ja. Okay,
der ist ja fehlgeschlagen. Versuch ich's nochmal, ich hab ja die Armbrust. Schade, Jusen. Obwohl, der Armbrust ist nicht so. Ich hab's gehofft. Das ich hab's gehofft. Die oben, die uns entgegenkommen. Die uns jetzt angreifen. Genau. Ich soll nach oben schießen. Ja, von nach oben. Nein, nicht. Zwei, ja. Wie sagt Peiler, du kannst dich aber auch mit WASD übers Feld bewegen. Und auf der Karte siehst du die roten Punkte auch, ne? Ja. Ich hab mich gerade so auf den konzentriert. Oh, der hat nur noch 59. Nice. Mhm. Ja, gut, dass die Attacke ihn nicht getroffen hat hier. Vor ihm. Unser Tentakel-Dude. Schade. Ich noch mal den zielsicheren Schlag, der wäre nicht schlecht. Mach ich gleich wieder. Ich eher Richtung nach vorne weiter angreifen, denn den Dude oder? Ja, das wäre besser. Und den hinter uns ignorieren? Okay. Ja, geh mal auf dieses Höllenschwein. Ihr sammelt auch den Scheiß von den Leuten ein oder? Ich versuch's nebenbei, ja. Ich geh mal, guck mal, ob die beiden hier gelootet sind neben David. Oh. Schade. Aber wichtig wäre halt der Kommandant, dass wir den mitnehmen. Ja, ich hoffe, wenn ich dran bin, kann ich den Kommandant nochmal vielleicht ein bisschen blutig machen. Das wäre nicht schlechter. Ah, scheiße, ich habe nicht genug Energie. Kritischen Treffer. Aber geht nicht. Schade. Naja, dann hau einfach so zu. Vielleicht machst du ja trotzdem 10 Schaden oder so. Oder 15. Das wäre nicht schlecht. Oh fuck. Warum bist du nicht rangegangen? Ja. Schön daneben geschlagen. Ja, jetzt rangehen bringt auch nichts mehr. Nee. Ja, okay, das war sinnfrei. Habt ihr recht, habt ihr recht. Warum bist du denn jetzt wieder weggelaufen? Ja, ich dachte wegen vorne hin. Naja, es braucht doch nur einer da vorne hingehen. Naja, es braucht nur einer vorne sein. So, ach so. Ja, hoffentlich macht der Gedankenschinder nochmal ein bisschen Damage bei dem. Ich glaube, die Fähigkeit, die du jetzt gerade um dich herum gemacht hast, die macht mehr. Ach, nee. Fuck. Cool. Ich hab auf ihn geklickt. Ich hab auf ihn geklickt. Anti-Mate Peiler? Ich hab. Das ist wirklich. Sorry. Na, musst du den Zug beenden. Nice. Oh, jetzt kommt die Pit. Jetzt kommen die Fans. Muss aufpassen. Ja. Kannst du mal das mit deinem zielsicheren Dings noch machen? Okay. Leider diesmal nicht kritisch. Hm. Oh, danke. Weiß ich nicht, ob wir den noch hinkriegen. Oh ey. Der hat okay Damage gemacht.
Was mach ich jetzt? Auf die Aber das Schwein hier oben erstmal platz und das Schwein schießen auch mal. Dann kannst du versuchen, noch irgendwas zu looten hier nebenbei. Ach, und du kannst den Typen vielleicht noch versuchen, wieder zu beleben. Ja. Nee, komm ich wohl nicht mehr dicht genug ran. Da fehlt ein ganz kleines Stück. Also Jusen, wenn du Fernkampf nutzt, solltest du nicht direkt neben ihm stehen, da hast du weniger Chancen, ihn zu treffen. Ich dachte, es wäre... naheliegend, ihn zu treffen, statt weiter weg. Nee, genau umgedreht. So, nächste Runde sind die da. Dann würde ich mal sagen, kriegen wir den nicht down. Ne. Ne, ich habe auch nicht getroffen. Schade. Gut, wollen wir schnell abhauen irgendwo hin? Mal ob ich den looten kann, ja. Oh, noch nix. David kriegt jetzt auf die Fresse, ich hoffe, er stirbt nicht. Oh. Alter, ein HP, David? Ah, ich vergaß, wenn du aus der Angriffsrange von den Monstern rausgehen, können die dich nochmal hitten. Genau. So, Yuzi ist dran. Ah shit, dann komme ich jetzt aber vor dem Viech nicht weg. Dann würde ich sagen, Yuzi, lauf schon mal weiter zu uns, nach hinten, nach oben. Und dann schieß nochmal auf den Dude da unten, oder sollte Yuzi... Nee, das ist egal. Es muss nur einer da oben das Ding verbinden. Also macht einer den Koppler da oben? Ja. Ich komme noch nicht ran, ich komme. Mach David. Ich komme auch noch nicht rein. Ja. Ah, fehlgeschlagen. Jusen sollte mit Nahkampf versuchen, den Typen da nochmal zu kriegen. Was den. Ja, den Kommandanten, ja. Darum geht's doch. Also, hast du einen Peiler versucht, die Dinge anzuquatschen? Na. Zu spät. Der Gedankenschinder, der hält aber auch gut dagegen. Seit 3 Zügen oder so hat er den nicht getroffen. Ja, das ist halt immer noch Glücksspiel komplett. Mhm. Also kann wirklich sein, dass wir manche Bosse, dass der uns halt one-shottet, alle, weil er einfach Glück hat, oder... Ja. Jetzt kommen die von hinten. Alter! Oh. Alter! Okay. Okay, das ist doof. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt den Knopf drücke? Ja, dann ist kacke, der greift mich an. Spielt Alex nicht mehr mit, würde ich sagen. Nein, wenn er jetzt den Knopf da drückt, dann ist quasi der Tutorial hier beendet. Aber ich muss den erst mit Glück töten. Ja, man versucht dein Glück. Scheiße. Ich kann nicht aus seiner Range rausgehen. Obwohl, ich kann ihn schubsen. Und dann kann ich... Ja. Ah. Da wäre ich so gelaufen, hätte er nämlich nochmal gehittet. Das erinnert mich ein bisschen wie an Avatar. Die sich mit den Viechern verbinden. Ja. Du hast die Konsole gefickt. Das ist der Drache, so gesagt. Ach, einarmig. Na klar. Logisch, David. Mit dem trainierst du jeden Morgen und den Abend. Mhm. Guck dir deinen Oberarm an, Alter. Ja, ja. Du musst da schon den zweiten, das zweite Loch nehmen vom Gürtel.
Ladebalken. Ah, ihr seht ihn ja zum Glück nicht. Da ist er. Ich habe gerade gelesen, dass Netze den Fallschaden verringern. Ja, stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Ja, und ich kann mich ja in eine Spinne verwandeln. Jo. Wenn ich uns immer Netze unten hinschmeiße und dann kriegen wir keinen Fallschaden. Bei uns eine Hüpfburg, David. Aber das Ding sieht doch einfach eklig aus als Raumschiff, Alter. Das ist cool. Keine Ahnung warum, aber es ist. Ach, sie freuen sich! Nee, freuen sich nicht. Warum wohl? Hallo Cthulhu. Ja. Fallen wir raus? Wie er einfach nur wie ein Stein da runtergefallen ist, Alter. Komplett steif. Wer hat dich denn da aufgefangen? Das Schicksal. Dragon, keiner weiß das. Peter steht schon da. Ah, ich bin in der Ecke. Moin. As you wake, the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle, given everything you've been through. But it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole so, Pilar, wenn du sentence, and the clock links ticking, den Haken drin siehst, dann sind das deine eigenen Entscheidungen. Ansonsten alle anderen Entscheidungen sind dann immer fürs Team. Mhm. So, jetzt haben wir das Tutorial beendet, Pilar. Jetzt sind wir in der Open World quasi. Wir haben es geschafft. No. Das war ein Dialog. Ach, das ist der Bogen. Ach, die Braut, die vorhin abgehauen ist. Die Otze. Hm. Ich hab sie doch gerettet, Alter. Ja, ich bin dann auch die ist tot, Digga. Nee, wir können sie aufdecken. Na, oder nach dem Artefakt greifen, Alter. Und nee, einfach killen, falls sie meckert. Wenn du jemanden bewusstlos auf dem Boden liegst, siehst du erstmal sein Portemonnaie ran, mal gewesen. Ja, klar. Ja. Ja. Mein Schurke würde das machen. How is this possible? I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Oh, und was jetzt? First things first. We need supplies, shelter, and most of all a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Gut, dass wir mal andere entscheiden lassen über unsere, über unser Leben. Ja, ne? Wollen wir sie mitnehmen? Ja, war. Ja, klar. Ja. Einer mehr ist doch immer gut. Ja, also Gruppe ist doch voll, dachte ich. Mehr Kanonenfutter. So. Nee, die andere ist nicht da. Die Orken. Na schön, wir brechen auf. Let's go. Ah, geht immer in Lager. Aber das sind doch die Helfer, die wir vorher ausgesucht haben. Ja, nee, anscheinend können wir doch nicht mehr. Aber wir sind Level up. Achso, jetzt können wir mal verteilen wieder. Genau. Tab drücken, Pilar. Und dann siehst du ja deinen Charakter und darüber kannst du dann auf Stufen auf. Ich mach Paladin erstmal auf jeden Fall. Genau, da kannst du quasi einen neuen Zaubertritt auswählen. Jo. Das ist doch mehr Leben.
Und auch das, ja. Jetzt kannst du deine Zauberspells auch nochmal ändern, wenn du möchtest. Ach du Heiliger. Jo. Ich kann bei meinem Schurken tatsächlich gar nichts machen. Gerade. Schade eigentlich. Was hatte ich denn letztes Mal damit? Was denn denn da? Das, was du spielen willst. Na, einen Tank brauchen wir ja nicht, oder doch? Nö, es war eigentlich Usen, wenn er es schafft, mal Erster am Geschehen zu sein. Die kleine lahme Ente. Ja. Auf zwei Beinen. Hi. Hi, was geht ab? Ich bin die Dame Ente auf zwei Beinen. Aber eine Ente ist immer auf zwei Beinen, hä? Hä? Oder hast du schon mal eine Ente kennengelernt, die nicht auf zwei Beinen läuft? Ja. Schwimmend, oder was? Eine dreibeinige Ente. Da läuft der trotzdem mindestens auf zwei. Ja, aber auch auf drei. Okay, da hast du mich ja scharf gemacht, die Sitz, denkst du? Mhm. Ich denke eher nicht, nee. Ich denke, er ist so ein bisschen ein stummer Schrei nach Liebe auf jeden Fall. Ja, ich hab wirklich Schachmatt gesetzt, oder? Lass mir in Ruhe. Hab ich da gerade irgendeinen komischen Nerv getroffen, oder? Nein. Na gut, wollen wir schon mal wenigstens hier die Küste mal runterlaufen? Du bist ja... Ah ne, wir haben noch kein Dings gefunden, man. Was haben wir denn hier gefunden? Schlösserknackwerkzeug. Schlitzerknackwerkzeug? Schlitzerknackwixig. Digga, ich habe eine Flöte gefunden. Willst ja, du, Alter. Willst du eine Flöte haben zum Spielen? Halt, dann kannst du mir gerne was mal vorflöten, ja. Na, wieso? Ich dir? Ich dachte, du flötest mir, Jens. Nee. Warum denn nicht? Nee. Weißt du, irgendwann muss man auch mal sagen, ne? So hast du nicht gedacht, ne? Oh, da ist ein Rucksack. Ja, du nimmst mir alles weg. Ich loote ja alles. Mein Loot. Also, dann muss ich es nicht halten. Achso, Pilar, wenn du Alt drückst, siehst du Sachen, die noch nicht gelootet wurden. Stimmt. Da hinten ist Meergras. Meergras ist mein Gras. So, Pala, hier oben links noch nicht gleich reingehen, weil da beginnt er weit. Oh, ich hab Diebeswerkzeug gefunden, Dicker. Wir können mal versuchen, die Tür hier zu öffnen. Gib mir das mal, weil ich hab mehr... Nein. Dann geh auf Tab und nimmst du aus dem Inventar. Fick dich einfach, Alter. Ja, also wirklich. Mach da hier eine Kampfansage auf Nicht-Gönner-Modus, ja, ich hab jetzt drei Stück. Ich kann die Tür knacken. So, Pala, dir wird aber nicht alles an. Oh, nice. Probierst du die drei... Oh, ja, warte, bevor du das machst, lass mal hier nochmal nach oben gehen. Hier können wir auch noch ein bisschen was mitnehmen. Guck mal, ne? So. Aktivieren nur mal das Portal hier. Zack. Na, aber da nicht ganz nach oben hier in Usen, da beginnt doch der Kampf, das hat doch David gerade gesagt. Kannst du dich nicht erinnern? Nö, du? Ja.
Wollen wir die Tür probieren? Komm, einmal können wir probieren. Ja, wir probieren die Tür, komm. Also du. Ja, du. Nicht ich. Dodo? Muss ich das Siegel auch nochmal extra antatschen oder geht das auch so? Nee, ich krieg das schon hin. Das muss ich nicht nochmal machen. Brauchst du nicht mehr. Weil die Siegel, beziehungsweise genau, die Siegelkreise, die sind zum Teleportieren. Ja. Alter! Aber... Oh, okay. Hast du geschafft, oder was? Ich hab Bonusse für das Diebeswerkzeug. Also ich verwende das. Ich habe einen Bonus von plus 3 auf Geschicklichkeit und nochmal plus 4 durch Fingerfertigkeit-Experte. Also einen insgesamt einen Bonus von 7, aber Schwierigkeitsgrad 20. Oh! Also ich muss mindestens eine 13 würfeln. Ne, eine 5. Schade. Aber ich kann es nochmal probieren. Wir haben ja drei. Ja, wollen wir jetzt alle wirklich für diese Tür opfern? Ich weiß nicht. Achso, nee, dann habe ich den. Achso, doch, den Bonus habe ich trotzdem noch auf plus 7. Ne, probieren wir mal. Ich hab's nicht verbraucht. Es sind immer noch 3. Ah, okay. Kannst so lange probieren, bis es kaputt geht. Ne, 6. Schade. Jetzt ist es kaputt. Gut, dann lassen wir es jetzt erstmal, oder? Ja. Wollen wir zum Kampf gehen? Oder was? No. Kriegt die Tür so, leider nicht. Bock habt. Erstmal, dass alle da sind. Ja, hallo. Hi. Hi. Hi, hallo. Da liegt noch einer, der nicht lootet ist. Ey, das Coole ist, ich wollte es gar nicht, aber von oben sehe ich ein bisschen aus wie Zorro, Alter. Wie Moro? Wie Morokane. Den Jusen mal rein. Ja. Jusen geht vorne. Bin ich schon. Stay back. One strike could be lethal. Wo sind sie jetzt? Hier vorne ist so ein kleines Gehirnvieh. Naja, genau, die zwei. Und dann kommen ja von oben kommen ja auch noch welche, oder? Da oben war noch einer. Da oben sind noch welche. Ja, genau. Also insgesamt sind es 3. Ansonsten oben im Reiter mal anklicken. Dann seht ihr, dann zoomt er direkt drauf. Ja. No choice but to keep going. Und wenn ihr wieder zentrieren wollt, auf euch klicken. Mhm. Auf die anderen. Ah, ich bin nicht im Vorteil, schade. Ah, dann nehme ich einen normalen Fernkampfangriff. Bam, 4. Cool, ich kann auch einen Rückziehen. Achso, okay. Zurückziehen! Ja, als Schurke kann ich, habe ich jetzt Bonusaktionen bekommen. Okay, cool. Na cool, dass die zu uns kommen. No. Hast du ja Glück, Alex, dass die genau vor dir halten müssen. Mm-hmm. Ich habe jetzt auch 17 Leben, also es sollte machbar sein. Treffe ich dann Jusen oder schieße ich? Nee, wenn du auf den Typen da klickst, dann nicht. Du musst nur aufpassen, es gibt manche Effekte, die machen den Umkreis zum Beispiel Eis oder so und dann kann die User ein Problem bekommen. Ja, jetzt zum Beispiel ist mein Kampfrausch weg, ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja, ist ja eh vorbei, der Kampf. Nee, ist eh vorbei, der Video. Ja. Und dann Effekt auch nicht mehr. War das gut oder schlecht hier gegen zu haben? Ich weiß gar nicht. Ja, danke, David. Ich glaube, so gut ist das nicht. War schlecht. War keine gute Entscheidung. Aber
du mal kurz mal das einstellen? Es war nicht rot. Ich durfte draufklicken. Gehen wir da jetzt hoch oder oben? Der Typ. Ja, lass es da. Hier sind ein paar Kisten, Leute. Oh, wieder Diebeswerkzeug, nice. Cool. Kann ich ja nochmal versuchen, die Tür zu knacken. Soll ich mal probieren? Na los. Die ist verschlossen, Alex, die Truhe. Jo. Welche? Die, wo ich dran stehe. Oh, darf ich das probieren, Alex? Aber Alex ist doch der Dieb, oder? Was? Nicht wirklich Geschicklichkeit, oder? Ich hab Geschicklichkeit. Ich auch. Hast ja recht. Ne, viel Glück, aber es ist ja keine 20, denke ich. Und wie gesagt, ich habe Fingerfertigkeitsbonus plus 4, ne? Also. Ja, du bist ganz weit oben, ich möchte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe genauso viel Geschicklichkeit wie Jusen. Aber wir sind da raus, Diggi. Ich hab alleine durch meine Fertigkeitspunkte habe ich schon den Schwierigkeitsgrad geschafft bei der Truhe. Ist egal, was ich geworfen hätte. Außer eine 1. Leute, hast du doch die 1. Ich kenn doch dein Glück. Nee. Also wollen wir da hoch und nochmal die Tür probieren. Welche Tür? Aber wir vorhin probiert haben. Willst du jetzt nochmal zurücklaufen oder was? Ich frag ja nur. Ich würde weiterlaufen, da kommen wir sicher aber noch mal, sicher noch mal vorbei. Hm. Ja, die Tür braucht man doch gar nicht aufmachen. Also, an sich. Ich hätte verdammt keinen Stuff gegeben. Okay, ich rede mal mit dem Typen hier oben. Ja, so, mach das. Ah, Peter ist es, okay. Harry, oh, ich bin ah, sorry, Leute. In the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Der kleine Ork-Punk, Alter. There. Can you see it? Das ist cool, wie wir ohne was zu sagen, was sagen, ne? Just a dumb boar. You're relieved. Until you see the flash of a dagger. Ne, da steht manchmal eher Zähler davor. Hm. Ich würde ganz unten nehmen. Das ist ja Jusens Charakter, passt voll. Und er kann sich ja auch verteidigen. Und er hat Einschüchtern drin. Ist ja Einschüchtern. Ich würde 3 nehmen. Wir können ja voten und sprechen, Leute. Ich habe jetzt 3 gevotet, ihr seht das. Ja, so könnt ihr draufklicken. Mit rechts? Nee, oder? Einfach draufklicken. Genau. Nur Jusen ist ja als Charakter drin, der entscheidet. You can try, but first you'll tell me what you know. I saw you on the ship. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? What's going on? It's those tentacled monsters. Whatever they did, whatever they put in us, just created a connection. Ein Vampir. They took you too. I saw it during. Hatte ich auch gesagt. Whatever just happened. And to think, Vampir? Elf? I was ready Vampir. To decorate the ground with your innards. Apologies. Oder es sind ein Mensch und ein Vampir und trotzdem hat der Vampir spitze Ohren. Oder ein Elf, ihr, keine Ahnung.
Wie schön, dass wir uns. I'm out of wine and flowers, so I hope an introduction will suffice. Okay. My name passt ja mit Alex ganz gut zusammen. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Wir meinen es ja nicht böse, aber wir wollen halt die Fakten wissen. Ja, du bist aber auch ein Ork, so muss man Ork spielen. Das ist ja richtig. Is that so? We clearly move in different circles. So, Heititai. Do you know anything about these worms? No. Of that much we can be certain. These worms are already affecting me. I can feel it. Now, what to do about it? Ich würde sagen 3. Boah, nehmen wir ihn mit, wa? Vielleicht können wir später an ihm was verkaufen oder so. Jetzt machen wir 3, kann er im Lager chillen. Ich war bereit, das alleine zu gehen. Aber vielleicht mit der Herde ist nicht eine gute Idee. Safety in Numbers, after all. Nackig im Lager rumstehen. Dem wird alles ausgezogen, logisch. Das ist meine Rüstung, die er gerade trägt. Good luck. Gudi, haben wir Petersen auch am Stüssel.